Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich bin's Kati und ich habe eine neue Idee mit Silk Clay, also mit Seidenknete. Ich habe nämlich hier eine Form und zwar war das bei einem Pop-and-Cook-and-Set dabei. Das haben Nina und ich einmal hier auf dem Kanal getestet. Und da war an der einen Seite so eine Creme und auf der anderen Seite hier, da waren so kleine Streusel oder so kleine Traubenzucker-Drops. Und dann konnte man an der einen Seite das eintauchen und dann hier noch in diese Traubenzucker-Drops eintauchen. Aber wenn man genau hinsieht, ist das so ein ganz niedliches kleines Törtchen. Oben ist da noch Sahne drauf, dann hat das ein Gesicht mit einem zugekniffenen Auge und zwei Arme und zwei Beine. Und ich möchte jetzt heute einfach diese Seidenknete da so reindrücken, trocknen lassen. Und wenn man das dann wieder rausholt, dann habe ich hoffentlich genau so eine Figur, wie man die hier sieht, nur in Pink. Ich fange erstmal an und reiße mir so ein kleines Stückchen ab und drücke das hier rein. Und ja, ich habe das Gefühl, das klebt einigermaßen gut an. Dann mache ich jetzt einfach so weiter und knete hier Stück für Stück so ein kleines bisschen rein. So, ich glaube, den Körper habe ich jetzt schon komplett. Jetzt fehlen noch die Beine und Arme und das Sahnehäubchen. Ich habe jetzt die ganze Form ausgefüllt mit Seidenknete. Ich bin schon total gespannt. Ich werde das Ganze jetzt trocknen lassen, am besten bis zum nächsten Tag. Und dann hoffe ich, dass da wirklich so eine niedliche kleine Figur bei rauskommt. Also die ist natürlich von innen dann hohl. Aber wenn ich das Ganze jetzt komplett mit Seidenknete füllen würde, dann trocknet das auch ganz langsam. Und so trocknet es hoffentlich relativ schnell. Ich kann euch ja das Ergebnis dann nochmal zeigen, vielleicht in ein paar Tagen. Und vielleicht habt ihr auch so eine Form von irgendwas. Vielleicht eine Eiswürfelform oder von irgendeiner Verpackung und wollt da auch mal Seidenknete reindrücken und das Ganze trocknen lassen. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz schöne Idee. Ob das Ergebnis gut wird, kann ich natürlich noch nicht sagen. Das seht ihr dann in einem meiner nächsten Videos. Aber ihr könnt ja mal schon mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Formen habt, wo ihr so Seidenknete reinlegen würdet. Oder ob ihr die Idee vielleicht gar nicht so gut findet. Könnt ihr gerne alles unten in die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr auch so ein Pop-and-Cook-and-Set mal ausprobiert und davon noch die Form. Dann könnt ihr das natürlich auch so ausprobieren wie ich. Ja, ich freue mich wie immer über einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Schaut unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!